Ich bin für euch bei Burger King, denn hier gibt's was Neues oder besser gesagt ein Comeback. Der King's Bacon and Cheese ist wieder da und diesmal mit einer neuen Soße mit ein bisschen Chili drin. Willkommen bei der Food Show! Ja, im Vorspann habt ihr schon erfahren, ich war für euch wieder bei Burger King, denn hier gibt's was Neues, nämlich ein Update. So müssen wir es eigentlich sagen, es ist nicht direkt neu, es ist ein Update. Es ist der Bacon and Cheese aus der King's Selection. Den haben wir fast vor einem Jahr schon mal getestet, da kam der nämlich raus. Das war nämlich der Bacon and Cheese Test vom 25. Juli 2023. Kann ich gerne über mir einblenden, wenn ihr das alte Video nochmal sehen wollt. Das habe ich mir selber auch nochmal angeschaut, um nochmal so zu sehen, was habe ich eigentlich hier damals zu gesagt. Und damals sagte ich, ein bisschen langweilig, relativ ähnlich der King's Selection. Classic Burger, nur ohne Tomate und dass jetzt halt dieses Chutney da mit drauf ist, was hier auch so ist. Aber dieser Burger hat ein Update bekommen von der Soße. Es ist nicht mehr nur die Käsesoße, sondern eine Chili-Cheese-Soße, die jetzt hier drauf ist. Also um, denke ich mal, ihm noch mehr Würzigkeit zu geben. Und sonst ist es halt der Burger, den ihr kennt. Es hat sich nichts verändert, gibt auch nichts weiteres Neues. Nächste Woche soll, glaube ich, auch noch ein Update kommen. Also nächste Woche kommen, glaube ich, die Macaroni and Cheese Lover wieder. Die kennen wir aber auch schon, die werden sich nicht verändern. Die sind wie die Bacon Lover oder so, die lassen sie im gleichen, also ohne was zu ändern. Weiß ich gar nicht mal, ob ich die gut fand oder schlecht, aber die testen wir nicht nochmal, wenn sich nichts geändert hat. Und es steht noch im Raum, dass noch was kommt diesen Monat, weil die ersten Filialen dafür sich schon vorbereiten. Man könnte denken, wow, geil, aber an sich ist es auch nichts Besonderes. Ihr bekommt einfach nur Bekanntes in anderem Format. Also das ist wirklich das, die Neuheit. Also ihr bekommt das, was es schon gibt, nur anders. Gleiche Rezepturen, gleiche Soßen, alles gleich, nur anders. Was genau seht ihr, wenn es offiziell launcht? Ich darf es nicht sagen, aber wenn es so ist, zeige ich euch die Neuheiten und ja, dann schauen wir mal. Ja, jetzt geht es um die Bacon Cheese Lover. Stimmt ja gar nicht, nicht Lover, King's Selection, Bacon and Cheese aus der King's Selection. Ich blende euch kurz den Text ein, den ich euch sagen kann. Da ist er, besonders ästhetisch die King's Bacon and Cheese. Das Beste am King's Bacon and Cheese, er sieht nicht nur mega aus, sondern schmeckt auch so. 150 Gramm Flame Grilled Beef, knuspriger Bacon, cremiger Cheese. Dazu eine feine Chili-Cheese-Soße, Röstzwiebeln, ein Traum und abgerundet mit dem Wet Onion Jam und knackigen Rucola im fluffigen Brioche-Bun. Auf Wunsch auch als Double. Ja, das sind die ganzen Infos. Mehr kann ich euch nicht geben, weil so viel ist in der App und auf der Website nicht drauf. Ich verstehe es immer nicht, warum das Burger King nicht schafft, zum Launch-Tag alle Infos in die App und auf die Website zu packen. Das dauert teilweise immer 2-3 Tage, also wirklich so bis Ende der Woche, weil immer dienstags kommen die neuen Produkte. Und meistens erst Freitag, Samstags ist alles in der App und auf der Website richtig aufgespielt, außer dass nur die Bilder vielleicht schon da sind. Ich verstehe es nicht, aber egal. Preis, der ist heavy, also wirklich heavy. Die Burger sind schwer. Das ist die King's Selection, die ist auch wirklich schwer. Und gerade der Double, das sind 300 Gramm Beef, die da drauf sind. Aber preislich bin ich beim Single 8,99 Euro. Das ist der normale. Der Double 11,49. Puh, da habe ich gerade ein bisschen geschluckt. Also 20,48 Euro habe ich hier gerade bezahlt für zwei Burger. Ohne Getränk, ohne Pommes. Einfach nur zwei Burger. Aber das ist... Also es ist ja auch bei McDonald's, tut das ja auch schon weh. Aber das tut hier auch so 20 Euro für zwei Burger. Ich weiß ja nicht. Also die müssen wirklich immer geil sein dafür. Die King's Selection ist ja auch lecker. Aber die hier fand ich halt langweilig, als ich das erste Mal getestet habe. Für mich waren sie wirklich langweilig. Ich hatte denen allen eine 3 von 5 gegeben, beiden. Mal gucken, wie es dieses Mal ist. Vielleicht ist die Chili-Cheese-Soße besser, vielleicht haben sie nochmal doch irgendwie besser gekriegt. Aber es ist halt schon stolzer Preis, ne? Das ist der gute, das ist der Single. Aber wir sehen wieder Rucola. Oben ist die Soße mit Röstzwiebeln. Dann ist hier dieser Bacon Jam, nicht Bacon Jam, der Red Onion Jam, ne? Oder ja, der rote Zwiebel Jam. Dann ist da Bacon mit drauf. Ihr seht die Scheibe Käse. Unten ist auch Soße. Und jetzt müssen wir gucken, ob das Gute schmeckt in der Kombination. Ich hau also für euch rein. Ihr kriegt wie immer eure Musik. Das habt ihr euch ja so gewünscht, dass die Musik drin bleibt. Also machen wir das und ab geht's. Und ich finde ihn ein bisschen besser als letztes Mal. Man merkt, dass diese Chili-Cheese-Soße drauf ist, die wirklich mehr Würzigkeit bringt und auch eine leichte Schärfe. Nicht aber so, dass es euch wegbrennt. Ich finde aber einfach nicht, dass es ein Bacon-and-Cheese-Burger ist. Es ist der Red Onion-Burger.
Weil ich finde, diese Red Onion Soße, die da drauf ist, oder dieses Chutney, ist sehr, sehr präsent. Es drückt wirklich vieles vom Geschmack im ersten Moment wirklich komplett weg. Und du schmeckst halt Fleisch. Die Röstzwiebeln sind matschig. Ist aber klar, wenn die in der Soße liegen und mit der Wärme, das ist klar, dass sie relativ schnell matschig sind. Ist es halt einfach nur ein sehr würziger, rote Zwiebelburger. So könnte man es sagen, mit diesem Chutney. Es hat eine Süße, es hat aber auch eine gewisse Herbe. Das ist so bei Chutney. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist dieser Burger, was draufsteht. Also bei Bacon und Cheese erwarte ich halt hauptsächlich Käse und Bacon. Aber nicht dieses rote Zwiebelchutney, was den kompletten Geschmack überdeckt. Also es ist ein solider Burger. Ich würde ihm jetzt durch diese Chili-Cheese-Variante vielleicht 3,5 von 5 geben. Also er ist minimal besser geworden. Ihr bekommt aber nicht da genau das, was draufsteht. Wenn ihr aber nichts gegen rote Zwiebeln und so habt, dann mögt ihr diesen Burger vielleicht auch. Aber wenn ihr auch wirklich auf Bacon und Käse scharf seid, das geht hier total drin unter. Das finde ich echt schade. Ich weiß nicht, warum man den so nennt. Also man hätte den anders nennen müssen. Dann hast du eine andere Erwartung an diesen Burger. Aber die Erwartung wird halt nicht erfüllt. Und das ist halt wirklich ärgerlich für die Leute, die sich diesen Burger halt holen. Gucken wir uns den Double an. Natürlich das gleiche Spiel. Es ist genauso aufgebaut. Den klappe ich euch jetzt nicht komplett auf. Nur, dass ihr halt zwei Scheiben Patties, wo dazwischen noch der Käse liegt. Schauen wir mal, ob er als Double mächtiger ist und natürlich ein bisschen herzhafter, weil ich kommt hier das Fleischige mehr raus. Und Barney liegt hier auch noch, der kriegt gleich auch noch was. Also, wir gucken mal. Ich beiß rein, mal schauen, was er kann. Und der ist ein bisschen besser. Da hier das Beef gut nochmal gegen das Chutney gegenarbeiten kann, ist es halt mehr herzhaftes Beef. Damit kannst du halt mehr gegen das Chutney arbeiten. Und schmeckt auf jeden Fall besser. Aber ist auch nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ihr müsst ihn unbedingt holen. Auch hier kommt halt nicht dieser Bacon and Cheese so richtig durch. Es ist ein schöner, saftiger, mächtiger Burger. Mit süße Säure, ein bisschen Käse. Bacon finde ich ist überhaupt nicht präsent. Sie hätten ihn irgendwie Beef, Chili, Cheese, Red Onion nennen müssen. Dann wird es passen. Chili, Cheese, Red Onion, das passt eigentlich ganz gut. Das hätte gepasst einfach zum Burger. Dann hättest du einen guten Burger gehabt, der auch so den Namen entspricht. Aber es ist halt kein Bacon and Cheese Burger. Das passt leider nicht. Punktemäßig also auch 3,5 von 5 bleibe ich auch bei. Also sind minimal besser als letztes Jahr, weil die Chili Cheese Soße, finde ich, viel, viel besser passt. So, Barney, willst du auch was? Komm mal her. Komm, du musst obligatorisch in die Kamera einmal essen. Ja, also Barney schmeckt das auch natürlich. Das Beef schmeckt, das ist saftig. Ich finde das große Patty eh besser, das wisst ihr. Ich bin Fan von diesen dicken Patties. Das finde ich insgesamt auch schade, dass das halt nur in dieser King Selection gemacht wird und nicht bei allen Patties das dickeres Patty angeboten wird. Und dass das auch der Mitbewerber McDonald's auch nicht mehr macht. Also McDonald's hatte ja auch mal dicke Patties. Fand ich da damals auch besser als die aktuellen. Und die Preisentwicklung bei beiden ist halt wirklich, ja, es geht in gewisse Höhen, wo du echt überlegst. Ich hatte gerade mit dem einen Filialleiter da auch gesprochen und sagte, hey, ihr habt um die Ecke da auch eine sehr geile Currywurstbude. Das ist wirklich super, die habe ich jetzt mal ausprobiert, müssen wir vielleicht mal ein Video machen. Super lecker, aber da bist du halt auch bei 7 Euro. Aber hast eine große Portion Pommes, frisch gemacht, mit Schale dran, selbstgemachte Soßen, Fleisch aus der Region und die Bratwurst kommt dann sozusagen auch hier regional hergestellt. Also alles regional und das kriege ich für 7 Euro und hier kriege ich für 8,99 Euro einen Burger. Da ist halt so, wo ist die Relation Fastfood gegen jetzt Imbiss, der hier regional vertreten ist. Da muss man halt aufpassen, wie sich das noch entwickelt. Es ist schon eine hohe Schmerzgrenze. Also ich würde mir keine von den beiden wiederholen. Ich würde immer noch den King's Beef mir einfach holen. Den vielleicht als Double, den finde ich immer ganz gut. Und dann hast du einen ordentlich mächtigen Burger. Aber wie gesagt, Preis müsst ihr am Ende entscheiden. Und ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Ich habe euch alle Infos gegeben, was ich euch geben kann. Sobald es, wie gesagt, was Neues gibt, testen wir die Neuheiten. Wenn es nächste Woche ein Update gibt, dieser Macaroni und Cheese-Dinger, könnt ihr gerne das alte Video gucken, wenn das wirklich kommt. Ich bin mir halt nicht sicher. Ist nur angedeutet. Und wenn diese einen Neuheiten kommen sollen, die wie gesagt nur anders aussehen, dann probieren wir das aus und dann schauen wir einfach mal. Darum jetzt danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.